Mein Name ist Johann Busetti. Vom Beruf war ich Hausarzt und Amtsarzt. Ich war in Kastelruth 10 Jahre tätig und die restlichen Jahre in Brixen und Lüsen. Die Problemlösungen in der kommenden Legislaturperiode erfordern, dass es endlich einen freien Zugang zu privaten, konventionierten Fachärzten und Privatkliniken im Lande gibt. Ich betone, im Lande. Das Krankenhaus Bozen mit seinen Exzellenzabteilungen leistet gute Arbeit, kann aber die peripheren Spitäler nicht ersetzen und umgekehrt. Dass die Ausbildung zum praktischen Arzt, Ärztinnen ausgebaut wird und Leistungen wie Ultraschall, EKG und Kleinlabor möglich sind, mit gleichzeitiger Ausbildung zum Sprengelhygienearzt. Das sind Dämme gegen die Flut. Wichtig ist, dass sie während dieser dreijährigen Ausbildung auch pensionsversichert werden, denn sie erhalten nur 1.100 Euro monatlich Stipendium. Für die Absolventinnen der Claudiana und Jungärzte müssen wir wie im benachbarten Ausland den Bau von Schwesternheimen und Jungärzte vorantreiben, um sie im Lande zu behalten. Die lange schon notwendigen regulierenden Maßnahmen zu den Erste-Hilfe-Abteilungen in Bozen und Meran müssen dringend durchgeführt werden. Die Aufwertung des Berufsstandes der Krankenschwester, Hebammen unter anderen gleichwertigen Berufsgruppen des Sanitätsbetriebes ist mir eine Herzensangelegenheit, damit sie in ihrem Heimatland bleiben und dort wirken können. Und dafür werde ich mich auch mit allen Kräften einsetzen.